Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Bist du bereit? Ja. Für einen epischen Part? Ja. Na dann. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 2 beim dritten Akt, ziemlich am Ende. Okay, da löst sich bei mir gerade ein Quest auf. Wir müssen suchen Kalims Flegel in Travinkal und uns vor dem Hohen Rat irgendwie schützen oder in Acht nehmen. Und da werden wir jetzt hingehen. Wir sind da bei Oberkuras mittlerweile. Ah ja, Valvorik ist natürlich wieder mit dabei. Aber ihr kennt ihn ja eh schon. Ich brauche ihn nicht mehr begrüßen. Servus und hallo. Und wir treffen hier auf neue Gegner, nämlich die Tempelwächter. Die bewahren den Tempel von Kurast, oder wie das heißt da, Travinkal. Irgendwas bewachen. Hass, ja. Irgendwas. Ein Kriegszepter. Was wir letztes Mal gar nicht erwähnt gehabt haben, bei diesem Lamm-Esens-Foliant. Es gibt in... Also da jetzt bei Travinkal gibt es zwei Schreine, nämlich da links einen und da unten einen, die sind immer gleich da. Und dann sind, glaube ich, nur 5 Schreine verteilt über den Basar, Oberkuras und ich glaube Unterkuras. Und in jedem Schrein gibt es halt Bosse und hin und her. Und in einem von diesen Schreinen ist halt immer Lamm-Esens-Foliant nachher drinnen. Haben wir den schon gefunden? Auch... Ja, ja, haben wir schon gemacht. Das war das mit die plus 5 Stats, glaube ich. Ach so. Hast du das abgeben? War da Erfahrungsschrein für die? Den Folianten? Ja. Also mit Quest 4 wäre das. Hast du da mit Alko oder mit wem er reden hat, müssen schon geredet? Foliant, ja, ist abgeschlossen, habe ich es aber. Scheinbar. Okay, dann hast du 5 Attribute erkriegt. Okay. Hm, cool. Danke. Fallen dir vielleicht nicht auf, weil du haltest immer auf, oder? Du verskillst nicht gleich. Ja, genau. Verskillen im wahrsten Sinne. Du bist ja nicht so dämlich wie manche andere. Die gleich maximal investieren. Und ja, der Wegpunkt von Travinkal ist da ein besonderer Wegpunkt, der ist immer am selben Ort und ich glaube prinzipiell, Travinkal schaut, glaube ich, immer gleich aus. Ja. Das ist, glaube ich, die einzige Karte, die was sich nie verändert. Nein, gibt es mehrere. Das wollte ich auch noch sagen. Ist mir letztes Mal noch aufgefallen. Zum Beispiel dieser 5. Dings, wo die Gräfin ist im ersten Akt, dieser 5. Level, der schaut auch immer gleich aus. Oder eben wo Andariel ist, das schaut auch immer gleich aus. Also gibt es schon immer so ein paar. Also so Spezialgebiete, wo es keine wo die ganzen Maps gibt, okay. Generell die ganzen Bosse eigentlich, wo die auftreten, sind alles. Die treten immer an einer Stelle auf. Da also rüben bei der Wegpunkt. Endbosse. Die speziellen Questbosse quasi, ja. Also gibt es so ein, zwei, die immer gleich sind. Schon wieder geht mein Inventar, mein Schwert kaputt. Was habe ich denn da? So ein Plastikschwert oder sowas? Das geht aber echt schnell kaputt, das gibt's ja gar nicht. Hast du irgendeinen Angriff, das was irgendwie die Haltbarkeit schneller zerstört? Weil da hat es gerade beim Paladin irgendwas geben. War das Eifer? Das wäre mir neu, aber könnte durchaus sein. Nur die bei der Fähigkeit, wenn dann dabei stehen. Oder war das der komische Opferschlag? So, jetzt hat sich unser Quest gerade aktualisiert und zwar müssen wir jetzt da diesen hohen Rat eliminieren. Drachenkiller, untoter Geist, Treffer. Der hohe Rat ist relativ geil, da gibt es einige Bosse nämlich von denen. Die ziemlich stark sind. Und die droppen mal relativ gut da, ja. Dann haben wir ein paar coole Zauber drauf. Stirb, Drachenkiller! Lass den Gürtel fallen. Wie schwach. Wie erbärmlich du doch bist. Mein Gott, sind da viele Gegner. Und was ich hasse, diese Night Lords heißen sie da bei mir gerade, die kann mittlerweile den Zauber drauf von so einem Meteoritenhagel beschwören, also was die Zauberin beherrscht. Da leuchtet das Gebiet so ganz kurz rot und dann knallt von oben so ein Meteorhagel runter, der was relativ viel Schaden macht und dann eben nur kurz brennt. Das ist schon relativ gefährlich, da muss man mal aufpassen. Ja, die sind schon sehr stark. Ja. Da wäre ich auch sehr neidisch auf diese Night Laws.
Und da wurde eine Hydra gezaubert. Oh Gott, jetzt werden alle Zauber ausgepackt, was das Spiel zu bieten hat. Die Nightlaws. Wo laufe ich denn schon wieder hin? Ich portiere mich schon wieder falsch. Oh Gott, mein Söldner war berastet, der war wirklich aus damit, die Hydrin. Verstärkter Schaden und überhaupt. Wie er wegläuft. Hilfe, ich bin ein Mädchen. Dann geh du mal vor, du Tapferer. Wir hatten da die Stärke von uns gefressen. Im Zaubertrank. Da weiß ich auch nicht, der Obelix. Doppelten Schaden, nachher castet einfach unendlich Hydren. Einfach so. Boah, das ist aber ganz schön gemein. Ja, ne? Okay, schon immer irgendwelche sinnlos Wege, die was nichts bringen. Stier Pyrophant. Hält eigentlich andere auch? Oder hält nur seinesgleichen? Ich glaube nur die Zakarum. Ist ein Rassist. Also die Zakarum-Kämpfer, glaube ich, die tut er. Ein Rassist? Heilt er den Rest, tut er, glaube ich, nicht heilen. Dafür reicht die KI nicht aus. Na, kommt's raus, kommt's her, traut's euch. Oh Gott. Oh Gott. Ratsmitglied, Hallöchen. So schauen die aus. Die haben immer so einen relativ coolen Angriff, so einen kleinen Blitz irgendwie immer, wenn sie attackieren. Mhm. Bitte, schauen optisch relativ geil aus. Ich habe zwar nie verstanden, was das darstellen soll, also ich kann daran absolut nichts erkennen, was das sein soll. Es schaut nicht menschlich aus, wie ich finde. Wie viel sind es immer? Vier? Ich glaube vier oder fünf, ja. Und die haben auch immer diesen Zauber, immer diese Hydren, die sehen ziemlich geil aus, finde ich. Finde ich also, ja. Für die machen halt so gut wie überhaupt keinen Schaden, wenn man selber spielt. Boah! So scheiße. Wie ich mich freue. Boah! So, genau, das habe ich auch noch gar nicht gesagt. Ich war offscreen Glücksspiel betreiben und habe mir da die Rüstung gekauft, was es im vierten Akt gibt. Also schaut es optisch ein wenig anders aus. Dank meiner Stärke ist es kein Problem, diese Rüstung eben zu tragen. Das ist relativ geil, obwohl ich jetzt gerade eine bessere Rüstung finde. Wie schaut denn mit der aus? Diesen Plattengürtel, den du gegrabt hast? Na, Plattenrüstung. Ja. Ja, das ist sogar besser. Magst du dafür meine haben? Meine hat 130 Defense. Boah, wie schwach. Das ist ja dein Eisenhase, schon 162, oder? Ja, eben. Eben. Und die gelbe, was ich da jetzt gefunden habe, die hat 161. Wie schwach. Ah, vielleicht für meinen Ratsch. Ja, okay, schau da, für deinen Ratsch. 46 hat der nur. Der kleine Ratsch. Liegt am Boden. Diese gotische Plattenpanzer. Prunkanisch der Stärke? Ja, genau. Na, das ist ja was Blaues. Ja, das hat megamäßige Verteidigung. Ratsch, magst du was Blaues? Ratsch, das gefällt uns aber nicht. Ja, wir haben jetzt im Prinzip da den Rat eliminiert, haben dadurch den Weg erhalten. So, magst du das machen? Und ja, okay, mit Hilfe des Horadrim-Würfels können wir uns da wieder was basteln. Bams, und zwar Kalims Wille. Glaube ich auch gar nicht so eine schlechte Waffe eigentlich. Hat Life und Mana Leech. Muss ich den auch basteln? Ich glaube nicht. Und mit diesem Flegel kann man jetzt auf jeden Fall diesen magischen Orb da klein prügeln. Zack. Der war es irgendwie. Ich mach da mal ein Portal. Das Verlies zu. Wird's verraten? Ich verrat's einfach. Zu Mephisto quasi da Leben beschützt. Was? Da können wir jetzt da runtergehen. Okay, dann. Okay. Hast gleich mit Kane reden müssen, weil da steht in der Quest, bitten Sie Kane um Hilfe. Na, bei mir sind jetzt alle Quests erfüllt, bis auf den 6., den habe ich gar nicht. Ja, genau. Okay, das heißt, es geht auch ohne Kane. Das ist auch ein bisschen doof, weil so ein Durchziehen kann man einen quasi nicht ohne diesen Reliquien, im Akt 3 auch. Ja. Das ist so ein bisschen nervig an Akt 2 und Akt 3. Außer ich glaube, wenn einer den Wegpunkt, glaube ich, hat, also gleich den nächsten, der was jetzt danach kommt, dann kann man das, glaube ich, überspringen. Okay. Was ich im Kopf habe. Das hat mal, zwar, glaube ich, auch einen Nachteil gehabt, das ist so ähnlich wie bei Kane, dass man, glaube ich, halt zahlen muss für sie identifizieren und so.
Aber es hat, glaube ich, funktioniert da, ja. Mein Ratsch ist so schlecht für die Palatenrüstung. Magst du das haben oder soll ich es verkaufen? Oder hat man ein Rad machen müssen? Ich weiß es gar nicht. Kann sogar sein. Ich glaube schon. Ja, ich glaube, da hat man auch, wenn man, glaube ich, nur den Endboss eliminiert hat, na, ist es, glaube ich, nicht als erfüllt gegolten worden, weil man den hohen Rat zuerst eliminieren muss. Magst du das sogar recht, ja. Magst du den Punkt kann ich haben? Meinigen oder was? Mhm. Brauchst du nicht? Nee. Dann kalt dann auf und verkauf in den nächsten Akt, dann bringt er noch ein bisschen mehr. Ja. Profi-Tipp. Ja. Das ist von jemandem, der was nicht weiß, wie man rennt. Also bitte. Hey, disst mich da etwa jemand, der alles auf Stärke gesetzt hat für den Nico Menzer oder wie schaut's aus? Sind schon so zwei Experten da am Start in den ja, ja, wirklich. Profi-Let's Play. Ah, schau, jetzt steht's eh da. Suche nach Mephisto. Ah, dir glaube ich gar nichts mehr. In seinen Hallen oder was du jetzt immer heißt. Keine Ahnung. Also habe ich eh gar nicht gespoilert, das wurde eh sofort verraten. Geil. Kerker des Hasses. Klingt geil. Ich hasse auch so einiges. Klingt auf jeden Fall episch. Wollen wir noch rein und den Wegpunkt suchen? Wir haben noch Hälfte der Zeit. T minus 10 Minuten. Ja, kann man nur machen. Passt. Gehen wir noch runter. Findest du da beim Eingang irgendwie auch cool gemacht, da die Wand hinten mit dem Skelettschädel mit den roten Rubinaugen da drinnen und so. Ist irgendwie coole Atmosphäre da. Ich schnetzel dabei schon mal, während du dich da noch aufgeilst. Bist du schon unten oder was? Also, ja. Ich hab auf die oben gewartet. Ich hab den Wegpunkt sogar gemacht. So bin ich zu dir. Und das da gibt es jetzt, glaube ich, diese nervigen Knochenpuppengegner, die was ausschauen wie Schinder. Wie ich's hasse. Nur sind sie nur aus Knochen und die platzen dann so extrem. Ich wollte nämlich gerade genau dasselbe sagen. Jetzt kommt der Scheiß. Da, wie heißt es? Oh Gott, sie tötet mich eh schon. Stygische Puppen. Und dann auch noch Champions, also das volle Programm. Weil Warwick frisst den Schaden wie ein Mann. Njam, njam, njam. Da bin ich schon seit Hunger. Schade. Ja, war ich da ein bisschen. Wir spielen jetzt doch schon seit einiger Zeit, von lauter macht's Spaß. Naja, wir machen den ganzen Akt durch. Wie so koreanische Nerds, die was sterben vor ihren Computern, von lauter spielen sie fanatisch StarCraft. Schade, da ist nur so ein Champion-Puppe. Na, viel Spaß. Hat sie meinen Ratsch getötet? Mein guter Palli. Oh boy, ganz allein. Ich ganz allein. Und ich bin nicht Level 30 geworden im dritten Akt, das habe ich gedacht. Ich war mir nicht mehr sicher, ob man mit 8 Spielermodus quasi im dritten Akt schon die Level 30 Fähigkeiten kriegt oder nicht. Aber nein, man kriegt sie nicht. Sehr enttäuschend. Schwach. Weil da ist natürlich jeder nur gespannt. Was man für meisterhafte Fähigkeiten mit Level 30 dann erlernt. Total. Ey, ich werde glaube ich eh nur den Golem erlernen, ja, und vielleicht Knochengeist und Befluch. Woll ich all meine drei Fähigkeiten erlernen. Wieder richtig geil reingelaufen. Ich gönn sie mir. Gönn dir. Hat's da nicht in den Verliesen eigentlich auch das teilweise gegeben, dass so unsichtbare Geister, die was man gar nicht attackieren kann, kurz erscheinen und dann einfach einen Schlag verpassen. War das da? Nicht sagt mir jetzt nix. Täuscht mir das. Habe ich da was falsch in Erinnerung? Kann ich kaum glauben. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist nicht der Wahrheit entsprechend. Oder kommt das erst später? Muss ich wieder an X-Faktor denken. Handelt es sich um eine wahre Begebenheit oder will ich sie nur hinter das Licht führen? Das war mal so eine kleine Serie. Und dann so am Ende so etwas Ähnliches ist tatsächlich in Amerika passiert oder sowas. Das habe ich immer so geil gefunden. So etwas Ähnliches, aka überhaupt nichts Übernatürliches vermutlich, sondern einfach eine normale Geschichte gewesen. Nur ein bisschen aufgepusht. Und da irgendwie hat es da wenige Folgen aber auch von dem geben, kommt mir vor. Ich habe das damals immer auf RTL 2 oder wo das war eben geschaut. Und dann aber voll oft Wiederholungen daneben irgendwann gesehen. Ich habe das geil gefunden, weil das mit dem von Star Trek eben war. Ja, genau. Jonathan Frakes.
Ja, war schon lustig, am Ende Folge gesagt, oder? Bis zum nächsten Mal bei X-Factor. Ich bin Jonathan Frakes. Ich war übrigens Commander Riker bei Star Trek. Sollte mich jemand nicht kennen. Das Highlight meines Lebens. Hat der Riker quasi, nicht? Ja. William T. Riker. Oh Mann. So. Wir laufen auch wieder falsch. Aber echt, wir laufen irgendwie immer zuerst die kompletten Sackgassen ab. Sinnlos Wege. Schaut's bei dir aus, du bist eh auch schon 28. Dieser Weg wird kein sinnloser sein. Ja, schau, direkt um die Ecke wär's gewesen. Ah, toll. Zack, Level 2. Wunderbar. Da gibt's jetzt den Wegpunkt im zweiten Level. Und ich glaube im dritten Level wär's dann theoretisch schon vorbei. Und wieder mal viele hässliche Puppen. Die so dämlich platzen. Da, schaut Giftschrein wieder. Und schon wieder ein Boss. Oh Gott. Rotz, Beule der Heuler. Stirb, Rotz. Wer ist denn bei dir? Oh, Snot, Blister, irgendwas. Ich hab's nicht mehr daneben. Ja! Nein! Ja! Ah, danke, Rotzi. Was ist das? Ist, glaube ich, eben ein Gramm. Das ist ein Krampf. Ich glaube, es ist ein Krampf. Wie will es ist... Okay. Na, was ist das? Ich weiß es nicht. Dämmertief. Das ist gut. 8 zum maximalen Schaden. 37% verbesserte Verteidigung. Nochmal 20 Verteidigung. Alle Widerstandsarten plus 15. Ziemlich geil. Das ist gut, ja. Schaden reduziert um 7 und minus 2 zu Lichtradius. Na, allein wegen dem Lichtradius würde ich schon nicht anziehen. Das ist eines der wichtigsten Attribute in diesem Spiel. Ja, eventuell könnte ich mir das aufsetzen. Ah, schon nicht den Isengard-Helm. Ja, aber der ist nicht so gut. Kriegst du nicht einen Set-Bonus und verlierst jetzt einen Set-Bonus. 10 zu Stärke, wer braucht denn Stärke? Und alle Widerstandsarten wird verbessert. Aber warte mal, das Grüne war Set-Bonus, oder? Ja. So grün leuchtet. Das heißt, wenn genau. Ich den Isnard absetze. Nein, da gibt's keinen Verteidigungsbonus mehr. Okay. Hm. Da muss es wohl mein Held tragen. Anstatt du gibst dem Helden anstatt mir. Was geht? Der steht in der Reihenfolge eindeutig weiter oben in der Nahrungskette. Ah, noch ein Boss. Nee, magst du ihn haben? Wenn es denn unbedingt sein muss. Nein, wenn du ihn nicht brauchst, ja. Also ich hätte sonst einen Helden gegeben. Weil ich mir denke, das ist minus 2 zu Licht, ist ein Helden völlig wurscht. Das ist mir aber ehrlich gesagt auch komplett wurscht. Ja, ja, das sagst du nur so. Ja, dann lasse ich ihn halt fallen. Fürs Team. Crap. Das. Schnell habe ich jetzt gar nicht schauen können. War ich schon wieder weg. Das ist echt besser als meine. Aber halt die Optik, da schaue ich schon selten dämlich aus. Ich glaube, ich gebe dem meinen Helden. Du Arsch. Nein, ich trage schon selber. Aber schaut wirklich steppert aus. Ich hätte lieber den Knochen. Aber bevor du ihn verkaufst, denk an mich. Die verkaufen wir nicht, die tragen wirklich selbst. Die Resistenzen sind nicht. Ja, schlecht. Aber wenn jetzt irgendwas Tolles droppt oder so und du denkst, ach, ich brauche das nicht mehr. Goldene Gegenstände verkaufe ich eh nie. Ohne mich zu fragen. Sehr brav. Ich habe so wenig Mana, weil ich so wenig Energie jetzt mittlerweile habe. Wenn ich einen so einen Mana-Trank einwirf, dann heilt das übers Maximum raus sogar. Ich glaube, in Diablo generell und auch hier so ist es so, dass
Jetzt habe ich es vergessen. Das ist immer. In Diablo ist es generell so, dass. Keine Ahnung. Das ist. Aber es ist generell heute. Verschiedene Gegner gibt es, die auftreten können. Ich glaube, es gibt immer 4 verschiedene oder so und einer davon. Und 3 davon treten auf, wenn mich nichts täuscht. Was? Ah, der wie? Simon wird es nochmal zusammenklären. Das das habe ich jetzt nicht verstanden. Es gibt eine Möglichkeit, eine Wahrscheinlichkeit, dass diese Puppen auftreten und dass diese Schläge auftreten und dass diese anderen Dinger da auftreten, ne? Nimm mal den Gargoyle-Kopf. Nimm den Gargoyle-Kopf. Wo denn? Der da liegt. Und du nicht aufheben kannst. Ja, aber echt. War das nicht so, dass es verschiedene Gegner gibt? Also 4 verschiedene Gegnertypen und es treten aber nicht alle auf, wenn man einen Run hat. Ja, es ist immer zufällig. Also man sieht nicht immer jeden Gegnertyp, was es pro Gebiet gibt, beim einmal durchrennen. Also das wird immer zufällig am Anfang, glaube ich, ausgewürfelt, genau, was da kommt. Und ganz am Anfang, immer hier, wenn man im Kerker des Hasses Akt 2 ist, trifft man eigentlich auf diese Puppen. Und da weiß und manchmal hat man auch absolut keinen Bock auf die und dann ladet man einfach neu und startet das Spiel neu und hofft halt drauf, dass die Puppen nicht da sind. Das hat man eben, glaube ich, damals auch, das ist der Wegpunkt, bei den Ballruns, glaube ich, immer teilweise gemacht, wenn gewisse Gegner dämlich waren oder was man nicht wollten, hat man einfach ein neues Spiel aufgemacht, bis die leichten Gegner da waren, mit denen man besser zurechtkommt. Ja, genau. Das wollte ich sagen. Schön, schön, haben wir jetzt vom dritten Akt alle Wegpunkte. Und wir haben noch eine Aufgabe. 3 Minuten. Ich glaube, da geht sich jetzt nicht mehr viel aus. Mach mal einen kürzeren Part. Was? Was? Unsere armen Zuseher. Ich bin gerade schön beim Verkraften. Ich habe die Gegenstände nicht aufgehalten, was im nächsten Akt mehr als 15.000 bringen würden. Clever. Einfach weil ich es kann. So. Ja. Es gibt ja teilweise dann irgendwann kann man Stäbe erkrapfen, die was plus 1 Necromancer-Fähigkeiten bringen und nachher noch was Zusätzliches, also die was theoretisch sogar schon besser werden als mein goldener Stab. Das ist ja unglaublich, Simon. Aber es gibt momentan keine. Ganz enttäuschend. Das heißt, im nächsten Part machen wir dann den Boss und damit das Ende von Akt 3. Ja. Krass. Geht's ganz schnell hin. Ja, der dritte Akt, der war jetzt irgendwie gar nicht so lang. Ich glaube, bleibt 3 oder 4 Parts und da sind wir durch gewesen. Jetzt ja. War jetzt eher kurz, aber wir haben ein bisschen Glück gehabt, muss ich sagen, eben großen Sumpf zum Beispiel. Das war eigentlich eine Karte, die was riesig ist, also die da. Da haben wir ja nahezu gar nichts aufgedeckt, dass ich einfach durchkannt, weil das auch so eigentlich ein sinnloses Gebiet ist. Da gibt es nichts Interessantes, was irgendwas bringt. Halt auch wieder so Höhlen und so, optionales Klump mit goldenen Schatzkisten, aber das macht man eigentlich nicht wirklich. Das lohnt sich wirklich nicht. Die sind echt extrem schnell. Wenn man da von Unterkuras mal da ist, ist alles ziemlich schnell durchgelaufen. Radikal ist auch sehr kurz. Die sind so zusammengehäuft eigentlich eben wirklich, da kann man auch schnell durchrennen. Das ist eigentlich eher ein kürzerer Akt, ja. Mhm. Ja, heute eigentlich den gefinisht. Heute angefangen in Akt 2, also alles durchgespielt. Also sorry, dass wir noch nicht auf eure Kommentare eingegangen sind, weil wir haben, glaube ich, 3 Parts oder so erst hochgeladen im Moment. Moment, also, glaube ich, sind es 3 Parts, ja. Wir sind gerade ziemlich stark am Vorproduzieren. Macht einfach gerade super Laune. Das ist jetzt, glaube ich, schon Part, keine Ahnung, 15 oder 16 oder irgendwie sowas. Locker, ja. Sind eben gut vorankommen, ja. Aber wir reagieren natürlich auf die Kommentare oder haben es schon gemacht, sobald wir es lesen dann. Das sind wir immer relativ schnell, ja. Ja, lasst uns wissen immer, wie gerne, wie es euch gefällt, was für Ideen habt. Was für Noobs wir sind. Wo wir überall Fehler machen. Schreibt's mal, ob das gut ist, wenn man auf den Necromancer auf 135 Stärke geht. Bin bei der Kiste jetzt hinten eingesperrt. Wie geil ist denn das?
Du blockierst mich halt. Ja, gerne auch mit Minutenanzeige, wo wir einen Scheiß gebaut haben. Hör auf damit. Lass mich raus. Ja. Ich muss auch die ganzen Diamanten umwandeln. Das kann etwas dauern. Kann mir dafür schön drehen. Schädel, Schädel, Schädel. Na, das können wir ja auch noch verändern. Du hast eh nichts vor, oder? Los, Skeletter, jetzt im Kanon! Du hast heute eh nichts mehr vor, oder? Ja. Nein, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wie gesagt, nächstes Mal Ende dann von Akt 3. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Was? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Na, dann gehen wir halt. Ja. Das habe ich auch noch nie mitgekriegt, dass man sich da hinten einsparen kann. Einfach geil. Du Noob. Diese ganzen Bugs.